Hallo und guten Tag. Mein Name ist Silke Hitzkes und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Folge unserer Serie Tipps und Tricks. Heute mit einer dreiteiligen Miniserie zum Thema Erfassungskomfort in Verkaufsbelegen. Mein Sparringspartner Manfred Stuhldreier, wie Sie sehen, ist leider heute nicht dabei. Aber ich denke mal, dass wir auch eine Miniserie heute mit minimaler Besetzung hinbekommen werden. Wie sieht das nun aus mit der Miniserie? Eine schnelle Belegerfassung ist heute extrem wichtig und bietet entscheidende Wettbewerbsvorteile. Denn nur wer heute schnell erfassen kann, der kann auch gut verkaufen, zum Beispiel am Telefon. Eine schnelle Erfassung bedingt aber auch eine gut eingerichtete Software mit entsprechenden Features. Und wie das funktioniert? Das zeige ich Ihnen in drei Teilen. Im ersten Teil geht es darum, unterschiedlichste Artikel in der Unterschiedlichkeit ihrer Erfassung zu unterstützen. Der eine Artikel wird vielleicht mit einem besonderen Matchcode gesucht, der andere Artikel hat vielleicht eine Rundung oder aber bestimmte Folgeartikel oder eine Stückliste oder vielleicht unterschiedlichste Dimensionen wie Länge, Höhe oder Breite. Im zweiten Teil geht es um die Schnellerfassung mehrerer Artikel gleichzeitig. Wir nennen das die Verkaufsdisposition. Und im dritten Teil zeigen wir Ihnen, wie wir auch Online-Informationen, zum Beispiel von Zentrallagern oder Portalen, abfragen können und bei unserer Erfassung mit berücksichtigen können. Starten wir also nun mit dem ersten Teil. Erfassungskomfort durch die gestützte Erfassung produktspezifischer Besonderheiten. Viel Spaß damit! Dazu öffne ich die Anwendung mit der Rolle des Verkaufsleiters Bau und öffne die Verkaufsauftragsübersicht. Hier habe ich bereits einen Verkaufsauftrag angelegt, den ich auch mit Klick auf Bearbeiten einmal öffne. Das wäre jetzt ein Verkaufsauftrag für das Bauunternehmen Naber. Jetzt schauen wir uns an, wie schnell eine Erfassung funktionieren kann. Zum Beispiel mit der Matchcode-Suche. Das heißt, ich gebe einen Suchbegriff ein, wie zum Beispiel KGB für Kanalgrundrohrbogen, bestätige mit Enter, die Artikelsuche geht auf und ich ziehe mir mit Steuerung OK wiederum den Artikel in meine Verkaufszeile. Mit 100 Stück ist die Erfassung der ersten Position direkt abgeschlossen. Vielleicht nochmal wichtig für Sie zu wissen, natürlich kann ich die komplette Erfassung auch nur mit der Tastatur vornehmen. Ich brauche also nicht mit der Maus zu arbeiten. So, dann befinde ich mich direkt in der nächsten Position. Dort gebe ich jetzt zum Beispiel den Begriff Zement ein. Wieder geht die Artikelsuche auf. Ich suche mir den Artikel heraus, arbeite wiederum mit, also ohne die Maus, nur mit der Tastatur. Und jetzt geht eine erweiterte Mengeneingabe auf. Das heißt also, die Verkaufseinheit wäre Sack. Ich möchte aber die Erfassung zum Beispiel in Paletten vornehmen, aber nicht rechnen müssen. Also gebe ich die drei Paletten ein und bestätige das Ganze wiederum und übernehme die Position mit in meinen Verkaufsauftrag. Zusätzlich habe ich auch noch einen Folgeartikel hinterlegt. Das heißt, auch die logistische Einheit, also diese drei Europaletten, sind mir automatisch mit hinzugefügt worden. Und mit Enter hüpfe ich jetzt direkt in die nächste Zeile. Hier habe ich vielleicht sowas wie eine Gipskartonplatte. Und auch hier habe ich die Möglichkeit, eine erweiterte Mengeneingabe vorzunehmen, zum Beispiel mit 12 Quadratmetern. Und hier ist der Artikel so eingerichtet, dass ich automatisch runden kann. Also es wird mir gesagt, okay, 12 Quadratmeter geht nicht, 12,5 wäre in Ordnung. Ich übernehme das Ganze wieder und es wären, wie man hier sehen kann, 5 Platten. Auch das übernehme ich wieder in die Verkaufszeile. Und gehe direkt wieder in die nächste Position. Vielleicht haben Sie aber auch Artikel mit mehreren Dimensionen, wie zum Beispiel Konstruktionsvollholz. Auch da wieder ein Matchcode, KVH, gebe ich entsprechend in das Feld Nummer ein. Die Artikelsuche öffnet sich wieder. Ich wähle den Artikel aus. Und jetzt bekomme ich ein Dimensionsfenster angezeigt. Hier mit zwei festen Dimensionen, nämlich einmal mit der Breite von 220 mm und einer Höhe von 100 mm. Die Länge wiederum ist variabel. Also ich könnte jetzt eingeben, es ist eine Länge von 12 Metern und eine Anzahl von 10. Was jetzt das Schöne ist, es wird mir automatisch die Kubikmeteranzahl ausgerechnet, nämlich hier die 2,64,
die auch für den Preis relevant sind und die ich dann auch entsprechend wiederum mit übernehme, sodass ich in der ersten Zeile meine 2,64 Kubikmeter angezeigt bekomme, mit einem entsprechenden Preis pro Kubikmeter dahinter, aber dann in der zweiten Zeile automatisch hinzugefügt wiederum die logistischen Einheiten, nämlich 10 Stück. Das Ganze gilt jetzt auch für zum Beispiel Bauholz. Da wären jetzt alle Dimensionen variabel. Also hier könnte ich jetzt sagen, ich könnte jetzt ein bisschen austoben. Breite 150, Höhe 100, Länge wären dann 6 Meter und auch eine Anzahl von 10. Und auch dann würde mir wiederum die Kubikmeteranzahl ausgerechnet und ich kann das Ganze schwupps wieder mit übernehmen. Wenn wir jetzt eine Stückliste haben, dann erfolgt das ebenso schnell unterstützt. Das heißt, ich gebe jetzt auch hier wiederum einen Matchcode ein, wähle einen Artikel aus, in diesem Falle der Schiedl Kamin, mit mehreren Einzelteilen, die ich dann auch so versenden muss. Wähle zum Beispiel meine 8 Steigmeter aus. Dann werde ich nochmal einmal nett gefragt, möchten Sie die Stückliste entfalten? Ja, das möchte ich. Und automatisch werden mir die Einzelpositionen, die ich dann auch so mit versenden muss, in die nächsten Zeilen eingefügt. Damit beenden wir jetzt den ersten Teil unserer dreiteiligen Miniserie. Sollten Sie Fragen haben zur Nutzung und Einrichtung der gezeigten Features, sprechen Sie uns gerne an. Unsere Kontaktdaten finden Sie wie immer unter www.gws.ms. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch beim zweiten Teil zum Thema Verkaufsdisposition wieder mit dabei sind. Bis dahin!